Hallo zur endlosen Nicht-Einführung ins stille Sitzen. Wir machen jetzt was für YouTube wirklich, wirklich ganz schlimm ist. Wir fangen nämlich mit dem stillen Sitzen zuerst an. Richtet euch ein, nur 10 Minuten, nur für manche ziemlich viel. Wichtig ist, dass ihr angenehm sitzen könnt, dass ihr frei atmen könnt. Und wenn ihr euch zu Anfang an der Stuhllehne, wenn ihr auf dem Stuhl sitzt, anlehnen müsst, dann macht das. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz. Macht es euch erstmal nicht zu bequem, also nicht in so einen Recliner, also nicht in den Liegestuhl, das ist ein bisschen zu extrem. Also ihr müsst nicht irgendwelche merkwürdigen Posen einnehmen, sondern das, was für euch bekannt ist und angenehm für den Körper. So, dass ihr frei atmen könnt. Und dann schließen wir die Augen, um einen der Sinne etwas zu beruhigen. Und dann am Anfang wirklich mal 3 Atemzüge, einfach vollständige Atemzüge mit längerem Ausatmen. Die Zeit einigermaßen einhalten. Alleine das, sich mal Zeit zu nehmen und innezuhalten, das ist das Wichtigste erstmal. Und dann machen wir eine Bestandsaufnahme. Einfach einen Gang mit der Aufmerksamkeit durch den Körper. Ihr kennt das sicherlich, so von den Fußsohlen, von den Zehen, Fußsohlen, Fußgelenk, Unterschenkel, Knie, ganz wichtig, Oberschenkel, der ganze Hüftbereich. Den Bauch, vernünftig. Angenehm in den Bauch atmen, ohne Anstrengung. Den ganzen Bereich um Zwerchfell, Herz und mittlerer Rücken, um Brustkasten, Schulterblätter, an die Finger gucken, die Finger, die ganzen Hände, Handgelenke, Unterarme, Ellenbogen, Oberarme und die ganzen Schultern, den Hals rundherum. Den Kopf, da wo er mit dem Hals auf den Hals trifft. Und dann ruhig einmal von dem Hinterkopf nach oben zur Stirn. Die Augenbrauen und die Schläfen. Ein wenig den Kiefer, die Oberlippe, Nase, die Wangen und dann entspannt die Augen, um die Augen herum bis sanfte Lachfältchen entstehen. Klappt nicht immer, muss man nicht.
erzwingen wollen. Das entsteht von selber. Oder auch nicht. Dann beim nächsten Mal. Achtet darauf, wieso eure Stimmung ist, die inneren Gefühle, was da so vor sich hinschwappt. Auch das langsam zur Ruhe kommen lassen. Und was macht der Geist? Ist er sehr aktiv am Planen und hin und her rennen? Oder kommt auch der langsam von selber zur Ruhe? Und wenn wirklich Körper mit den Gefühlen und der Geist zufrieden zur Ruhe gekommen sind, dann entsteht von selber, weil ihm nichts mehr im Wege ist, so ein inneres Lächeln. Und da wollen wir hin. Klappt nicht immer, weil sonst wäre das schon alles, was ihr wissen müsst. All das, was da auftaucht und nicht inneres Lächeln ist, sind unsere Lehrer. Wir genießen das jetzt noch 3 Minuten lang. Zufrieden mit dem Körper, wie er da atmet. Mal wieder zurück zu dem Körper hier und jetzt.
noch drei eurer sehr langsamen Atemzüge, in denen ihr euch die Frage stellt, wie fühle ich mich jetzt ohne einen inneren Monolog? Wie fühle ich mich jetzt? Das Gefühl ist die Antwort. Da findet das Lernen statt. Wunderbar. Das war mir wichtig, dass wir damit anfangen. Ja. Weil das Thema, was jetzt kommt, ist zwar auch wichtig, aber unterstützt das, was wir eben gemacht haben. Andersrum macht es keinen Sinn, sich nur ein Gespräch, einen Talk anzuhören und das irgendwie schön oder schlecht zu finden. Das, was ich jetzt sage, soll das, was wir eben gemacht haben, unterstützen. Dass wir eher zum inneren Lächeln kommen, zu Weisheit, zu Freundlichkeit, zu Zufriedenheit und Gesundheit. Also das, was auch in der Presse steht, wofür Meditation gut ist. Das Thema heute ist eins der Hindernisse. Und Hindernisse kann ich eigentlich nicht unterbringen, wenn die ganz zu Anfang sind. Aber wie ihr vielleicht merkt, das mit dem inneren Lächeln klappt nicht immer. Da gibt es Hindernisse zu. Also müssen wir darüber reden. Wir müssen lernen, wie wir mit den Hindernissen umgehen, dass dieses Lächeln und das Gesunden öfter stattfindet. Aber das ist nicht so populär, ist aber wichtig. Das heutige Thema ist das fünfte Hindernis, das ist Zweifelsucht. Ich selber wusste, als ich das erste Mal gelesen habe und gehört habe, nicht richtig, was ich damit anfangen soll. Zweifelsucht. Eins der Hindernisse ist zum Beispiel Müdigkeit. Das kann man vielleicht nachvollziehen. Ich kann nicht aufmerksam, freundlich und gelassen mit mir sein. Im Stillen sitzen, wenn ich andauernd einschlafe. Das ist ein Hindernis. Oder Ärgerlichkeit, das ist auch ein Hindernis. Aber dieses Zweifelsucht, auch noch so ein alter Begriff. Gemeint ist damit zum Beispiel ständig etwas zu hinterfragen. Hinterfragen ist gut, gerade wir aus dem westlichen Bereich, das ist eine Grundsätzlichkeit in wissenschaftlicher Arbeit. Das ist okay, aber nicht als endlos. Ob das richtig ist und ob ich das kann, ob der Lehrer richtig ist. Also das sind Einzelfragen, ist das okay. Aber nicht endlos. Also alles zu zerfragen. Wenn zum Beispiel ich Zweifel daran habe, ob ich irgendwas schaffe. Wenn ich Zweifel habe, dass ich etwas nicht schaffe. Also ihr wisst, was ich meine, diese Schleifen. Oder auch an Lehrern. Also quasi so lange zu hinterfragen, bis jetzt habe ich was gefunden. Oder an irgendeinem Freund oder Ehepartner oder irgendwem so lange suchen, bis ich endlich was gefunden habe, was ich bemäkeln kann. Das ist Zweifelsucht, also ein Teil davon. Und da quasi eine Haltung sich anzugewöhnen, die sinnvolles Hinterfragen mit beinhaltet. Es gibt Lehrer und Weisheiten, die sagen, man muss bedingungslos akzeptieren. Weises Hinterfragen ist gut. Nicht irgendeinem Menschen hinterherrennen, nur weil er schön redet. Schon hinterfragen. Macht das für mich einen Sinn? Aber eben auch eine gewisse Gelassenheit dem gegenüber zu zeigen und zu sagen, ich lasse den erstmal darlegen, worum es überhaupt geht. Ich fälle nicht sofort ein Urteil. Dann kann ja sein, dass ich merke, wow, da erzählt er gleich was, also hat eben was erzählt, da bin ich jetzt schon anderer Meinung, aber egal, lass ihn erstmal reden. Oder das war falsch,
lass ihn erst mal reden. Also so eine innere Gelassenheit aufzubauen, dass man erstmal mitkriegt, was möchte dieser Mensch, also wenn es jetzt um ein Gespräch zum Beispiel geht, überhaupt darlegen insgesamt. Möglicherweise ist dieses schnelle Urteil viel zu schnell gewesen. Im späteren Satz ging mir auf, was er da gemeint hat, und dann dreht sich die Bedeutung und dann wird es für mich vielleicht plausibel. Ja, ihr wisst, was ich meine. Und dazu brauchen wir das, was wir in dem Selbsterkenntnis-Video haben, das RAIN-Prinzip. Also erstmal mitkriegen, wie verhalte ich mich in solchen Situationen in Richtung Zweifelsucht. Erstmal mitkriegen, was ist da los in mir. Und dann erlauben. Einfach in mir und auch für den anderen erlauben, dass er erstmal weiterreden kann, ohne dass ich abschalte. Erstmal erlauben. Es ist jetzt so. Ich sitze hier und höre dem zu. Das nennt sich dann So-Sein. Das ist ein Riesenaspekt, der im Daoismus, im Buddhismus eine eigene, wahnsinnig große Bedeutung hat, was man bei sich erfahren kann, dass etwas, alles jetzt so ist. In Zufriedenheit kann man das manchmal feststellen. Einfach in diesem Moment ist es jetzt so und es ist gut. Also So-Sein kann man bei sich im Stillen sitzen feststellen. Und dann haben wir auch so einen Artikel von einem Neurowissenschaftler schon gehabt in einem der vorhergehenden Talks, in dem er selber gesagt hat, dass man selber ein Konglomerat ist, von, also eine Anhäufung von vorherigen Geschehen, von einem Wechselspiel an Botenstoffen, die mit Gefühlen, die Gefühle quasi ausmachen. Also dass das alles so ein komplexes Etwas ist und dass ich, dieses Ego, ich bin dieses, und weil das tritt in den Hintergrund. Das ist quasi dieses, die vorherigen Erlebnisse, meine Verhaltensmuster und was ich gerade gegessen habe, wie ich mich fühle. Also all dieses ist dann das Ich, von einem Moment zum nächsten verschieden. Und das bei sich auch im stillen Sitzen mal mitzukriegen, das heißt dann nichts selbst, Anatta. Auch ein Konzept, kommt viel später. Aber dass man einfach mal in diesem Moment anwesend ist, aber wie soll ich sagen, nicht sich aufzugeben. Weises Hinterfragen ist wichtig, aber eine Art Akzeptanz, keine Toleranz. Toleranz ist, ich ertrage das, was ich nicht mag. Einfach freundlich, aufmerksam und gelassen. Mit dem, was jetzt ist, zu sein. In der Meditation, und schon sind wir wieder zurück, warum das, diese Zweifelsucht, eben ein Hindernis in der Meditation sein kann. Und ihr merkt, es kann ein Hindernis sein in einem Meeting mit einem Freund. Also die Sache, auf dem Kissen sitzend, übt sowas ein mit Weisheit, was man dann im täglichen Leben einbaut, rein instinktiv, und das Leben wird angenehmer. Und zwar nicht, indem ich einfach allem nachgebe. Wenn was nicht richtig ist, kann ich was unternehmen. Darum geht es nicht. Hindernis. Das war schon alles, was ich heute unterbringen wollte. Wichtig ist, dass wir mit der Meditation anfangen und erst dann der Talk kommt. Wenn ihr keine Fragen habt, dann mache ich jetzt noch die Announcements formal. Wir haben noch um 18.30 Uhr jeden Nachmittagabend ein gemeinsames Sitzen auf Stillness Unveiled. Ich werde den verlinken, den Kanal. Aber das ist Sitzen 45 Minuten. Und am Freitag
Abend ist dann im Anschluss auch noch ein kleiner Talk mit etwas komplexeren Themen, die aber sich komplett auf Stillsitzen auch wieder beziehen. Also wenn ihr schon länger sitzen mögt und das für euch keine Tortur ist, sondern euch gut tut, dann ist das vielleicht die nächste Anlaufstelle, zusammen rumzusitzen.